Heute zeigen wir euch, wie ihr so ein cooles Barbie-Café ganz einfach selber basteln könnt. Zunächst braucht ihr einen Karton. Den schneidet ihr nun an den markierten Stellen ab, sodass ihr am Ende nur noch den Boden und zwei Wände habt. Die Wände haben wir mit Geschenkpapier verziert. Ihr könnt natürlich auch einfach die Wände anpinseln, wenn ihr wollt. Einfach ein bisschen Kleber an die Wände streichen und anschließend das Geschenkpapier an diesen Stellen befestigen. Dasselbe macht ihr auch mit der anderen Wand. Für den Boden haben wir uns so eine Klebefolie ausgesucht. Auf der Rückseite der Folie befinden sich Linien, die euch dabei helfen, die richtige Größe zu finden. Schneidet einfach an den Linien entlang, die an den Enden des Bodens eures Cafés liegen. Danach müsst ihr die Folie ein Stück abziehen. Diesen Bereich klebt ihr in die Ecke eures Cafés und zieht dann den Rest der Folie ab. Falls es nicht ganz so gerade geworden ist und man noch ein Stück von dem Karton sehen kann, kein Problem. Schneidet einfach noch ein Stück von der Folie ab und klebt sie auf die fehlende Stelle. Jetzt braucht ihr ein weiteres Stück Karton. Am besten eins, das schon so geknickt ist wie dieses hier. Da das der Tresen des Cafés werden soll, ist es noch ein wenig zu groß. Deshalb schneiden wir es jetzt erstmal auf Barbie-Größe. Jetzt hat es die richtige Größe. Und ihr könnt es jetzt entweder anpinseln oder, so wie wir, wieder mit Geschenkpapier verschönern. Für die Arbeitsfläche benötigt ihr ein weiteres Stück Pappe. Legt einfach euren Tresen auf die Pappe . Malt mit ein wenig Abstand Linien drumherum und schneidet an diesen entlang. Die Arbeitsfläche pinseln wir an, damit sie schöner aussieht. Wir haben uns für Beige und Weiß entschieden. Und noch ein kleines bisschen Gelb dazu. Wenn alles gründlich angepinselt wurde, muss es erstmal trocknen. Jetzt könnt ihr den Tresen mit einer Heißklebepistole in die Ecke eures Cafés kleben. Dazu streicht ihr ein wenig Heißkleber auf den unteren Rand eures Tresens. Dann dreht ihr diesen um und klebt ihn in die Ecke. Jetzt kommt auch ein wenig Heißkleber auf den oberen Rand, damit ihr dort die Arbeitsfläche befestigen könnt. Aus einem weiteren Stück Pappe schneiden wir kleine Schnipsel für Regale aus. Die lassen sich ganz einfach mit Heißkleber an der Wand befestigen. Mit dem Haus sind wir erstmal fertig. Das packen wir jetzt zur Seite. Für die Einrichtung braucht ihr ein weiteres Stück Pappe und ein paar von diesen alten Plastikbechern. Den Becher legt ihr falsch rum auf die Pappe und zeichnet um den Rand einen Kreis. Lasst dabei ein wenig Abstand zu dem Becher. Den Kreis schneiden wir jetzt wieder aus. Wir verschönern unseren Kreis wieder mit dem bunten Papier. Den fertigen Kreis kleben wir dann mit Heißkleber auf den oberen Rand unseres Bechers. Das wird unser Tisch. Jetzt fehlen noch die Stühle. Dafür brauchen wir zwei weitere Becher. Und dieses Fell hier. Stellt den Becher auf die Rückseite des Fells und malt mit ein wenig Abstand wieder einen Kreis darum.
Den Kreis schneidet ihr wieder aus. Auf den Boden von euren Bechern klebt ihr jetzt das Fell. Falls das Fell ein bisschen lang ist, könnt ihr es mit der Schere ein bisschen kürzen. Für einen etwas größeren Tisch baut ihr euch wieder denselben Tisch wie gerade, nehmt euch einen zweiten Becher und klebt diesen unten dran. Jetzt nehmt ihr euch ein Blatt Papier und malt an den unteren Rand mit ein wenig Abstand ein kleines Zeichen, das, was ihr gerne auf eurem Kaffeebecher haben wollt. Wir haben uns für kleine grüne Kreise entschieden. Daraus schneidet ihr jetzt kleine Schnipsel aus. Anschließend rollt ihr sie zusammen. Falls sich die Schnipsel nicht so gut zusammenrollen lassen, nehmt euch einen Stift zur Hilfe. Die Enden befestigt ihr mit Kleber. Ihr könnt natürlich so viele Becher aus den Schnipseln machen, wie ihr wollt. Aus einem weiteren Stück Papier basteln wir unseren Kaffeespender. Dazu schneiden wir ein etwa 2 cm breites Stück vom Rand ab. Das rollen wir jetzt auf einem Stift auf und kleben das Ende fest. Jetzt brauchen wir 2 kleine Stückchen von der Alufolie. Die kleben wir an den oberen und an den unteren Rand unserer Papierrolle. Den mittleren Teil pinseln wir ganz einfach schwarz an. Für den Deckel benutzen wir einen kleinen schwarzen Knopf. Den Ausguss haben wir aus ein wenig Alufolie zusammengebastelt. Und jetzt könnt ihr die fertigen Möbel und Accessoires in euer Café stellen. Die kleinen Becher halten besser mit ein wenig Kleber am Boden. Ihr könnt natürlich auch noch ein paar Accessoires aus euren Barbie-Sachen mit hineinstellen. Wir haben ein paar Kuchen und einen Milchshake genommen. Wow, das ist ein schönes Café. Freut mich, dass es dir gefällt. Die Stühle sind super bequem. Hier komme ich jetzt öfter hin. Der Kaffee ist auch richtig lecker. Möchtest du noch einen Kaffee bestellen? Oh ja, ich nehme noch einen Latte Macchiato. Kein Problem, mache ich dir sofort fertig. Hier komme ich jetzt öfter hin.